Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gehen wir der Frage nach, welches OBD-Tool passt zu mir? Einmal mit Funk, einmal mit Kabel, einmal mit Anzeige, was auch immer. Eins für 10 Euro, eins für 500 Euro. Welches brauche ich denn für meinen Anwendungsfall? Und natürlich muss dieses Tool auch mit meinem Fahrzeug kompatibel sein. Und fangen wir mal an mit der ersten Sache, die man ja natürlich macht. Man überlegt, ist das Ding mit meinem Auto kompatibel? Und ich kann euch sagen, wenn ihr Autos habt, die älter sind als 2001, werdet ihr mit so einem zu 99% mit so einem WLAN-Tool nicht glücklich, denn damit könnt ihr nichts machen. Da werdet ihr euch vermutlich nicht zu eurem Steuergerät verbinden können. Außer dieses Tool unterstützt ein Protokoll, was euer Auto hat. Wir werden also heute nur hauptsächlich uns an Seat, Skoda, Audi, VW handeln, also die VAG-Gruppe. Und ich werde euch einfach so ein bisschen Sachen zeigen. Ich habe ja ein Tool für 500 Euro von VCDS, ja, und dieses Tool erschlägt jedes Auto aus der VAG-Gruppe, aber das kauft sich keiner. Und ich habe mir überlegt, so, okay, das erste Tool, was ich mir überlegt habe, war OBD2, ein Tool zu holen. Es konnte schon sehr viel, das konnte Fehlercodes löschen und Messblöcke anzeigen. Ja, damit war es auch dann vorbei. Mehr konnte es eigentlich nicht, denn ich wollte zum Beispiel auch Leute haben mich angefragt, hey, ich hätte gerne mal irgendwas kodiert, ein Tempomat angelernt oder ich hätte was auch immer, eine Anhängerkupplung angelernt. Ich hätte gerne und, ja. Oder meine Drosselklappe, ja. Ich habe eine neue Drosselklappe eingebaut. Ich muss die anlernen. Wie funktioniert das, ja? Stellglieddiagnose. Kann das Tool? Im jetzigen Zustand nein, ohne Plugins. Ich habe aber keine Plugins gefunden für Skoda, Seat, VW, Audis. Das heißt, es kann das nicht, dieses Tool. Ja. Und jetzt habe ich mir so gedacht, okay, wie helfe ich den Leuten weiter? Und zwar mit diesem Tool. Ich habe extra ein Kabeltool gewählt, weil es gibt zwei Gründe. Das ist auch der Nachteil dieses Tools. Der erste Nachteil ist, die Verbindung bricht manchmal ab. Wenn hier die Verbindung abbricht, dann habt ihr einfach ein Problem, denn dann kommen keine Daten an. Und das kann schon immer wieder passieren, während der Fahrt, wenn ihr irgendeine Testfahrt macht, das hat so ein Kabeltool eigentlich nicht. Und die zweite Sache, die mir gar nicht gefällt, und das sage ich einfach, wie es ist, es kann nicht sein, dass man eine offene WLAN-Verbindung hat für die CAN-Schnittstelle. Viele Leute benutzen diese Tools, es gibt auch andere Versionen, die viel kleiner sind, schmaler, die unverschlüsselt ist, ja, wo jeder, wo vorbeifährt, sieht, da steht da meistens OBD-Tool da dran, ja, da kann man sozusagen sich verbinden und Daten an die Steuergeräte schicken. Ja, das heißt, theoretisch kann man die Türen aufschließen oder abschließen das Fahrzeug, den Schlüsselcode verlernen oder die Wegfahrsperre aktivieren. Das sind so Sachen, wo ich eigentlich ein bisschen krass finde. Deswegen ist dieses Tool schon, hat seine Berechtigung, weil es günstig ist, aber es hat auch einen Nachteil, diese offene WLAN-Verbindung. Das heißt, das müsst ihr im Auge behalten. Ich würde damit jetzt nicht durch die Gegend fahren und mein offenes WLAN, also sprich mein Auto, zum Klau zur Verfügung stellen. So, wir machen hier mal die Dose auf und stecken das Ganze mal ein. So, in meinem Fall mache ich jetzt mal die Zündung ein. Schauen wir mal, was passiert. Ob die Lampe grün wird? Nein. Ganze zusammenstecken, wird grün, sieht gut aus. So, wir verbinden uns mal. Ich habe mal CarPort hier gestartet auf den Desktop. So, und jetzt können wir natürlich die Vollversion kaufen. Ich habe das jetzt schon installiert und ich würde jetzt die Free-Version benutzen und diese Nachricht nicht mehr anzeigen. Gut, ihr seht hier, was für möglichen Verbindungsarten hier geeignet sind. Das ist die Carline und der CAN. Wenn ich jetzt auf die Seite von CarPort gehe, kann ich hier, also hier carportdiagnose.de, kann ich hier unten anschauen, was die Free-Version kann und was die Vollversion kann. Ja. Ihr seht hier, wir könnten hier Zugriff auf alle verbauten Steuergeräte, Steuergerätinformationen auslesen, verbaute Steuergeräte und die Fehler auslesen. Das ist in der Free-Version enthalten. In der Basisversion wäre dann noch zusätzlich alle Messblöcke aufzeichnen und Diagnosebericht erstellen und die Fehler löschen. Das heißt, das wäre eigentlich interessant für jeden Anwender. In der Pro-Version ist dann noch enthalten die Codierung, was sehr wichtig ist, die Anpassung, Stellglieddiagnose, das ist das, wenn man zum Beispiel eine Drosselklappe neu einlernen will, Grundstellung fahren. Also das sind so Sachen, wo interessant sind und hier ist das alles beschrieben und jetzt können wir kurz mal zum Preis gehen. Wir reden hier
Ja, hier muss ich ein bisschen was erklären. Die K-Leitung würde ich verwenden für Fahrzeuge, die älter sind als 2004. Danach kann man eigentlich über den CAN-Bus gehen, soweit ich weiß. Danach, weil es gibt nämlich zwei Versionen, die man kaufen kann. Einmal dieses über die KKL. Und einmal hier über CAN. Und dementsprechend ist es halt, je nachdem, was man machen möchte, ist das eine Protokoll besser oder das andere Protokoll. Also wenn man ältere Fahrzeuge hat, geht man über die KKL-Leitung. Und wenn man neuere Fahrzeuge hat, geht man über die CAN-Leitung. Ja? Natürlich kann man hier jetzt auch über den über das ODB2 sich das Feature noch dazu kaufen. Würde 10 Euro kosten. Dann hättet ihr auch die Möglichkeit, Fehlercodes lesen, löschen und lesen. Für 10 Euro ist vollkommen legitim, ja. Das heißt, ihr werdet dann bei 35 Euro, also ungefähr auch in dem Bereich vom Tool. Wir schauen jetzt mal an. Ich habe mir das ganz kurz mal angetestet. Hier könnten wir jetzt auf ODB2-Diagnose starten. Dann rädert der hier ein bisschen, also rüttelt der ein bisschen und verbindet sich zu dem Fahrzeug. Und das ist dann die gleiche Diagnose, die wir über so ein Tool haben, ja. Also sprich, die gleichen Eigenschaften. Wir können zurzeit auf Echtzeitdaten, ihr seht ja hier, diese Daten könnten wir zugreifen, zum Beispiel die Kühlmitteltemperatur, wir haben es heute ein bisschen kalt, 11 Grad, kommt hin. Und das wären sozusagen die Daten, wo wir zugreifen könnten. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir schließen diese OBD2-Diagnose. Wir gehen in die Messblöcke rein. Das ist viel interessanter. Also wir gehen wirklich direkt zu den Steuergeräten und wir haben hier verschiedene Steuergeräte direkt zur Auswahl. Nicht alle werden möglich sein, aber wir werden jetzt auf jeden Fall in die Motorelektronik reingehen können. So wie bei VCDS auch. Das gleiche Feature. Und ihr seht hier schon das Protokoll. Wir gehen über KWP 1281 rein. Und ihr seht dann hier alles über mein Fahrzeug. Bus ist K-Line und das ist die Datenrate. Wir haben einen Fehlercode. Den Fehlercode können wir natürlich nicht löschen, weil wir die Free-Version haben. Aber es macht nicht so viel aus. Wir können aber hier zum Beispiel jetzt auch uns was anzeigen lassen. Ihr seht, die Temperatur und 3 Messblöcke dürfen wir uns anzeigen lassen. Ja, also es sind so Sachen, wo wir uns anschauen können. Und die Fehlercodes. Hier, was haben wir hier? Anpassung. Okay, Leute, also wir haben hier nicht sehr viel Zugriff. Ihr seht dann hier die Anpassung, was wir da machen könnten. Mich würde eigentlich eher jetzt interessieren, gehen wir mal aus dem Steuergerät raus. Also gehen wir noch als nächstes vielleicht in die Zentralelektrik. Da ist es schon. Und das, hier ist so allgemein die Information. Aber das Interessantere sind die Messblöcke. Ah, schade. Ich sehe gerade eben, wir haben nicht mehr Messblöcke. Was ein bisschen blöd ist, weil... ich kann hier das wegmachen? Nee. Okay. Der interessantere Messblock wäre zum Beispiel die Information, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Zum Beispiel oft ist es so, dass die Türe der Schalter defekt ist. Und hier kann man dann genau reinschauen, wenn man die Türe öffnet, muss der Zustand sich ändern. Wir können das mal testen, zum Beispiel am Blinker. Ja? Ich mache jetzt mal den Blinker an und diese Stelle müsste sich dementsprechend der Wert ändern von aus in ein. Ich zeige euch das mal kurz. Wir machen den Blinker ein und aus. Wie ihr gesehen habt, ist der Zustand umgeschwenkt. Wir haben die Möglichkeit, hier noch was anzupassen. Was können wir denn noch anpassen? Beheizten Außenspiegel, die Zeit uns nicht passt oder so. Ja. Können wir verschiedene Änderungen vornehmen. Hier können wir was kodieren. Wollen wir nichts? Stellglieddiagnose, sequenzieller Test. Schwer zu sagen. Wahrscheinlich wird er dann die Lampen alle testen oder so. Also sprich, alle Schalter mal ein- und ausschalten, um dementsprechend einen Test durchzuführen. Müsste ich mal nachlesen, was genau gemeint ist. Und Grundstellung, okay, hier haben wir nichts als Information. Aber hier an der Anpassung kann man schon mal was machen. Jetzt können wir noch weitergehen, zum Beispiel in das Steuergerät. Allrad hat es nichts. Auf jeden Fall Schalttafeleinsatz hat er bestimmt. Zumindest hoffe ich, dass es so heißt. So, und dann haben wir hier einen Fehlercode, Signal zu klein, passiert manchmal, wenn man zum Beispiel die Batterie abklemmt oder so. Was haben wir hier? Drehzahl, Kilometerstand können wir hier abfragen. Das ist der Kilometerstand, Tankinhalt und ein paar Informationen. Was können wir denn anpassen? Das sind die Service-Inspektionswerte wahrscheinlich. Ja, hier können wir die Inspektionswerte anpassen, brauchen wir alles nicht.
Kodierung, was kann man kodieren? Nichts. Stellgliedsdiagnose. Kann man einen Grundtest fahren. Damit bin ich für heute fertig und mein klarer Favorit ist leider dieses Tool, was auch etwas teurer ist, ja, als dieses. Aber wieso? Ganz einfach. Erstens ist keine offene WLAN-Verbindung da. Das heißt, für mich ist es schon einmal ein Top-Grund. Die zweite Sache, die mir positiv aufgefallen ist, ist das direkte Zugreifen auf die Messblöcke wie im VCDS, sprich wie in der Profi-Software. Man kann kodieren, also man hat die Möglichkeit, kodieren freizuschalten, man hat die Möglichkeit, Stellglieddiagnose und freizuschalten. Das kann dieses Tool leider nicht. Ja. Es hat nur eine begrenzte Möglichkeiten und mehr geht halt nicht. Ja, und deswegen mein klarer Favorit, ja, wenn man jetzt mehr ein bisschen schrauben will, Hobbyschrauber, mehr als ein Hobbyschrauber ist, dann dieses Tool. Wenn man jetzt nur wirklich Fehlerspeicher löschen will, Fahrzeuge, die ab 2001 Benziner, Diesel 2004er, dann ist auch dieses Tool geeignet. Ja. Aber wenn man mehr machen will, so wie ich zum Beispiel, dann muss ich leider dieses Tool empfehlen. Was ich nicht finden konnte in der Carport-Software ist zum Beispiel die Möglichkeit der ABS-Einheit, wie man sie entlüftet. Das gibt es im VCDS, dort habe ich das nicht finden können. Vielleicht einfach nur aufgrund des Alters des Fahrzeugs. Ich weiß es nicht, würde mich mal interessieren. Ich schreibe mal den Hersteller an. Wenn ich eure Fragen nicht alle beantwortet habe, oder ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten rein. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Mein Name ist Adam Wilczek von Mechthyo. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.